Hallo und herzlich willkommen zum 38. Mittwochsvideo. Ich habe inzwischen eine Woche ist rum vom ersten Mittwochsvideo des Jahres 2019 zum 37. Mittwochsvideo müsste das gewesen sein. Ich kann hier auch noch mal schnell gucken, aber ich denke mal, es war glaube ich das 37. Mittwochsvideo. Eine Woche ist rum. Ich habe diese eine Woche halt nur dieses eine Video jetzt letzte Woche für euch hochgeladen. Und es hat sich eines getan bei mir. Und das erzähle ich euch jetzt gleich. Also viel Spaß dabei. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum nächsten Mittwochsvideo. Ja, es ist eine Woche vergangen. Ich musste kurz einen Schluck trinken, Leute, weil ich komme gerade von der Post und bin sehr erschöpft. Ja, Leute, ich komme gerade von der Post. Ich habe eine Nachricht im Briefkasten erhalten. Oder beziehungsweise auch gestern schon als E-Mail erhalten, dass ein Paket für mich angekommen ist. Von Amazon. Und das hat übrigens mit meinem Garten zu tun. Und ich kann jetzt hier und an dieser Stelle sagen, yes, Leute, es hat geklappt. Ich habe den Garten. Sonntag habe ich, treffe ich mich mit den Vorpächtern. Werde nochmal alles drüber besprechen. Und kriege dann die Schlüssel auch gern. Und dann habe ich meinen ersten eigenen Strebergarten. Ich werde wahrscheinlich da wohnen, wie schon gesagt. Und werde dann auch hier mit euch meine Holzprojekte und so weiter und so fort fortführen. Das heißt, also wir hatten dann ein bisschen Spaß, würde ich sagen. Ja, meine Gartenhandschuhe, die ich mir bestellt habe auf Amazon, sind noch hier angekommen. Dafür ist aber ein anderes Paket angekommen. Und das befindet sich jetzt hier. Ich bin gerade von der Post. Alter, ist das Ding schwer. So groß ist das Teil leider von Amazon. Ich bin, gerade von der Post hier hergelaufen. Gott, oh Gott, oh Gott. Warte, wir drehen erstmal ein Stückchen hier mit ihr. Oh Gott. Von der Post hierher gelaufen und um das jetzt für euch aufzumachen, aber ich sehe gerade, ich habe keine Schere, also einen Moment. Die liegt hier drüben auf der anderen Seite des Raumes. Ja, Leute, so, da bin ich wieder. Jetzt haben wir mal die Schere. Ich werde wahrscheinlich, auch wenn ich da in den Garten dann da wohnen werde und arbeiten werde, werde ich natürlich auch wieder mitnehmen und ein paar Gartenvideos machen, schon gesagt. Und wenn da auch Pakete ankommen, speziell für den Garten oder auch bei anderen Pakete, hole ich mir jetzt so ein Cuttermesser, glaube ich. Also jetzt habe ich ja nur entschieden, hier eine Schere. So ein Cuttermesser und dann können wir alle, könnt ihr gespannt sein, was in diesen Paketen drin ist. Also wir werden das jetzt mal öffnen. Also eigentlich weiß ich ja schon, was drin ist. Aber ihr wisst es noch nicht. Und, ups. Ja, und eigentlich ist das, glaube ich, ein schönes Schmuckstück und ich freue mich drauf, wenn es das ist, was ich denke, was ich aber eigentlich, glaube ich, schon weiß. Ja, wir werden also das Paket mal hier aufmachen. So, werden es öffnen. Und es ist die Leute, es ist das, was ich mir gedacht habe. Und zwar, so, Schere weg, Paket aufmachen. Oh Gott. Junge, Leute, ich kann mich hoffentlich einmal kurz drehen. Schaut euch das an, was hier, hoppala, nicht gleich angucken, was hier drin ist. Ein ganz, ganz großes Paket ist komplett ausgefüllt. Natürlich ist ab und zu mal ein bisschen, ich werde das Paket einmal kurz reintun. Natürlich ist ab und zu mal immer ein bisschen Luft in dem Paket, aber hier ist ziemlich wenig Luft drin, weil das Teil ist schon ordentlich schwer. So, und zwar, Leute, halte ich es gerade falsch rum, ist ja geil. So, und zwar, Leute, habe ich mir gekauft. Eine richtig geile Kreissäge von Bosch. Keine Werbung für Bosch, aber diese Kreissäge. Oder hier, ich zeige es euch nochmal genauer auf dieser Seite. Mit dieser Kreissäge wird natürlich unter anderem dann mein Helfer sein im Garten. Die werde ich dann auch nochmal im Garten ausprobieren. Ich packe jetzt hier einmal kurz aus, um einmal kurz rein zu sneaken, wie geil es darin aussieht. Ihr werdet es. Ist das gut? Das ist gut verklebt auf jeden Fall hier alles. Jetzt werde ich sie, glaube ich, nicht testen. Ich würde sie gerne jetzt testen, aber ich denke, das werde ich nicht machen. Spätestens in meinem neuen Garten dann, worüber ich dann auch mal ein Video machen werde, das ist mein Garten, Piapo, werdet ihr es dann sehen. Ein bisschen Platz schaffen hier. So. Hier die Klappe auf, hier die Klappe auf, hier die Klappe auf und hier die Klappe auf. Ja. So, dann werden wir vielleicht mal so ein kleines Unboxing machen. Und zwar haben wir hier ein, Oh Gott. Oh ja. Die Anleitung. Und hier, Leute, befindet sich das Schmuckstück hier hinten da.
Also quasi hier drüben die geile Kreissäge und ich würde es nochmal kurz zulassen und nochmal alles wieder reintun, dass ich hier irgendwas beschädige. Und die dann auf jeden Fall nochmal gleich privat auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich auch nochmal ein Instagram-Bild und so wahrscheinlich machen. Das wird alles noch folgen und darauf könnt ihr schon mal gespannt sein. Die Kamera hängt gerade schief, geil. Und wie gesagt, Leute, ich habe vor mein Gartenprojekt, mein Holzprojekt, was ich bei Paul im Garten gemacht habe übrigens. Ich habe mir übrigens den Garten, Leute, falls ihr es noch nicht wusstet, vielleicht haben es ja ein paar gewusst. Ich habe mir in der gleichen Kolonie geholt, wie Paul seinen Garten hat. Genau gegenüber sogar, das ist ziemlich krass. Das heißt, wir können immer hinterherlaufen, uns unterhalten, falls ich Videopläne habe, so für euch wie jetzt. Und ich werde mit diesem, werde mal Holzstück aus Pauls Garten rüber in meinen holen. Und dann werde ich das dann plötzlich bearbeiten. Ja, was gibt noch zu sagen? Ja, ich habe eigentlich vor, dann in meinem Garten ein bisschen mit Holz zu arbeiten. Deswegen auch die Kreissäge. Später natürlich auch anderes Werkzeug irgendwann nochmal in den nächsten Monaten und Jahren. Darauf werdet ihr aber natürlich Bescheid wissen und hören. Und ansonsten habe ich eigentlich vor, in meinem Garten eine Bank selber zu bauen. Also wirklich aus Holz komplett selber bauen. Deswegen auch die Kreise zurechtschneiden, pipapo. Ich glaube, ich komme mit dem Teil einfach bei Obi oder so und lasse ihn nicht zurechtschneiden, damit ich sie selbst zurechtschneiden muss. Wenn ich es verkackt, habe ich es verkackt. Aber darum geht es ja, um den Spaß, um die um das Thema, das alles selbst zu machen. Dafür auch die Kreissäge unter anderem, wenn man was zurechtschneiden sollte oder muss. Eine Bank zu bauen, einen Tisch zu bauen und ein paar Stühle vielleicht aber auch zu bauen. Natürlich werde ich auch so einen kleinen Tisch aus Plastik noch haben, diese alten Dinger. Wisst Bescheid. Aber eigentlich versuche ich das ziemlich so viel wie möglich in meinem Garten zu machen. Nicht nur pflanzlich und anbaumäßig, so wie Obst und Pflanzen, also Pflanzen und Obst. Also nicht nur Fauna und Dingsdamumster. Ihr wisst Bescheid. Also Gemüse und so werde ich auch mal machen, klar. Darauf werde ich euch nicht auch mitnehmen. Aber es geht eigentlich auch darum, ein bisschen mit Werken im Garten, dann mit Holz und Metall oder was weiß ich, was man da alles draus machen kann. Das werdet ihr auch alles im Garten sehen und ich auch noch speziell da im Garten dann gucken, was man da so machen kann. Dazu muss ich noch sagen, ich habe mir ich habe mir den Garten schon mal angeguckt bei der Besichtigung damals und ich habe es überlegt, das wäre ganz cool, wenn man da so einen Fahnenmast reintut und dann so eine Fahne hissen kann, das wäre ganz cool. Es gibt auch so ein paar Events, da werde ich noch eine kleine Party schmeißen, Fußballparty, WM und EM-Partys. Da muss ich nicht mehr so Fanmeile gehen, auch wenn natürlich geil Fanmeile, aber privat so ein Garten hat auch irgendwas dazu, ein Grillen, so ein Fußballgrill und all sowas, ihr wisst Bescheid, das hat auch irgendwie Flair mit so einem schönen riesen Flatscreen-Fernseher und Smart TV und, ach Gott, nee, weiß ich nicht was. Und das dann auf selbstgebauten Bänken und Tischen zu essen und zu sitzen, das hat irgendwas. Und ob ich das so hinkriege, wie ich mir das vorstelle, ist fraglich. Aber dafür habe ich ja euch unter anderem auch, ihr könnt mir auch Tipps und Kommentare, wie schon immer, das Video schreiben, dann weiß ich Bescheid. Und sonst, freut mich das tierisch, weil Sonntaggeschenk ist jetzt die Übergabe, darauf freue ich mich tierisch. Ich denke mal, dann nächste Woche werde ich euch mitnehmen, wie ich vor meinem Garten stehe und das wird lustig. Und dann kann ich euch meinen Garten mal genauer zeigen, dies, das, was ich erst vorhab und so weiter und so fort. Und ja, also Leute, ihr wisst Bescheid, das Geilste heute oder diese Woche war das hier, mein Paket von Bosch. Ich freue mich tierisch drauf. Und dann würde ich sagen, war es das für dieses Mittwochsvideo, für das nächste Mittwochsvideo. Für das Mittwochsvideo heute am 16.01. Ich glaube, dieses Video wird erst jetzt morgen rauskommen, Donnerstag oder sogar erst übermorgen am Freitag. Mal gucken, wie lange es dauert, es zu bearbeiten und zu schneiden und zu cutten und was irgendwie was. Und wenn ich mich versprochen habe und so weiter und so fort. Aber ihr wisst ja Bescheid, das ist ja üblich bei mir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mittwochsvideo. Vielleicht sehen wir uns auch sogar schon. Also am nächsten Mittwochsvideo, nächste Woche Mittwoch sehen wir uns sowieso zum Mittwochsvideo. Und dann habe ich, glaube ich, am Donnerstag und Mittwoch frei. Das heißt, ich könnte, oder Donnerstag frei, glaube ich. Weil ich arbeite ja noch, wisst ihr ja, ich habe Donnerstag frei. Dann könnte ich, glaube ich, noch dann vielleicht sogar mit euch in den Garten fahren. Euch hier mitnehmen. Vielleicht mit
ein oder andere Paket hier, das. Und ihr wisst ja, mein Kühlschrank, den ich mir letztes Jahr gekauft habe, im Dezember, kommt auch alles noch in den Garten mit rein. Und wenn ich mir noch Internet und so verlegen, die ich für euch Videos machen kann und noch hochladen kann auf YouTube und so weiter und so fort. Da könnt ihr mal gespannt sein. Und ich freue mich dann auf jeden Fall schon tierisch drauf, euch natürlich auch meinen Garten mal zu zeigen. Und ja, so verbleiben würde ich sagen. Und wir sehen uns dann spätestens auf jeden Fall nächste Woche Mittwoch hier an der gleichen Stelle wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.